Hallo, mein Name ist Stefan Schwitzgebel, ich bin vom Sniper Kundensupport und ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Vorstellungsvideo. Also hier bei Sniper Airsoft bin ich seit Mai 2015 tätig, das sind jetzt rund anderthalb Jahre. Also heute Morgen zum Beispiel bin ich selbst mit dem Auto hierher gekommen, aber ich glaube, die Frage ist doch etwas anders da gemeint. Es war knapp vor anderthalb Jahren. Ich wollte mich einfach mal beruflich neu orientieren und ein ehemaliger Arbeitskollege von mir sprach mich an. Pass mal auf, hier, die Firma Sniper, die sucht noch ein paar Mitarbeiter. Das ist eine verrückte Branche und du bist auch ein verrückter Typ. Ich glaube, das passt. Ja, ich war da mal hier, habe mir das Ganze angeschaut, war direkt im Gespräch, hat mir direkt gefallen und war direkt verliebt in die Firma. Also meine Aufgaben hier bei Sniper ist die Verwaltung des Service. Ich kümmere mich um jede Art von Reklamation, sei es denn, es ist eine falsche Größe, eine falsche Lieferung oder auch eine defekte Waffe. Ich bin der Erste, der eigentlich die Pakete in die Hand nimmt, wenn ihr etwas einschickt. Und ich bin auch der Letzte, der das in der Hand habt, wenn es wieder zu euch rausgeht. Deshalb keine Scheu, wenn ihr mal irgendwas habt, ruft mich an unter der 06 331 1444 019. Die Nummer zum glücklich werden. Ja, natürlich. Also wenn man so eine Branche tätig ist, dann muss man auch selbst spielen gehen, weil nur dann versteht man auch die Wünsche und die Sorgen der Spieler eigentlich. Ich gehe nur selten spielen, so 4-5 Mal im Jahr, oft mit Arbeitskollegen, gerade hier in der Nähe von Frankreich. Ich wohne auch gerade an der Grenze in Binning, ist ja ein schönes Spielfeld, das Drakenfield, das auch hier von einem Arbeitskollegen betreut wird. Das macht richtig Spaß, dort gelegentlich mal mitzuspielen. Also mein Airsoft-Kontakt war eigentlich auch hier die Firma Sniper. Vorher hatte ich nicht sehr viel mit Airsoft zu tun. Natürlich Tarnkleider und so weiter, schon als Junge immer gut gefallen, aber Airsoft gespielt habe ich eigentlich nie. Und erst jetzt, wo ich hier arbeite, habe ich erstmal gemerkt, was mir doch die letzten Jahre entgangen ist. Meine Ausrüstung, die ich jetzt zum Beispiel benutze, ist eine Beretta M92 als Backup-Waffe. Spiele eine Bolt M4 mit Schalldämpfer und Zweibein vorne dran, dass ich auch mal ein bisschen snipern kann. Und habe auch eine Federdruck L96. Also je nach Spielfeld oder Spielart wechsle ich natürlich dann dementsprechend die Waffen. Ich bin viel in Multicam unterwegs, aber auch gerne in Kryptek. Ich lege keinen Wert auf die Echtheit der ganzen Ausrüstung. Für mich muss es einfach nur leicht sein, damit ich mich schnell bewegen kann und Spaß beim Spiel habe. Wie ihr hier auf dem Foto seht, das bin ich, meine Tochter und der Arbeitskollege der Uli, der wird sich auch noch bald vorstellen. Wie oft spiele ich Airsoft? Wie schon erwähnt, 4-5 Mal im Jahr, also öfters komme ich gar nicht dazu. Als Familienvater mit Kinder und Haus und auch noch vielen anderen Hobbys muss ich immer gucken, wie das von der Zeit her funktioniert. Also außerhalb von Airsoft habe ich noch sehr viele andere Interessen. Ich bin selbst Kampfsportler, Danträger im Taekwondo, im Kickboxen, bin Instruktor im Krav Maga, was ich sehr gerne unterrichte, gehe seit 12, 13 Jahren mit meiner Frau aktiv tanzen, Standard und Latein. Zu Hause habe ich auch ein kleines Observatorium, was ich mir selbst aufgebaut habe. Da betreibe ich zum Beispiel Astrofotografie, ein Hobby, was ich gerne über Nacht mache. Auch zum Ausgleich gehe ich gerne mal angeln, bin da auch tätig im Vorstand eines Vereins. Je nach Stimmungslage schnappe ich mir auch gerne mal meine Akustikgitarre. Und wenn wir im Garten sitzen, am Lagerfeuer, dann die alten Songbücher raus und mal ein bisschen gesungen. Auch die Nachbarn freuen sich darüber. Öfters hört man da auch mal Applaus rüberkommen. Also mein Lieblingsmoment hier bei Sniper ist zum Beispiel, wenn wir neue Waffen erhalten aus Asien, die noch nicht mal zugelassen sind, bevor sie an die PDW gehen und ich habe die Sachen in der Hand, kann mir das Ganze mal betrachten, kann das Ganze testen. Das ist schon ein gutes Gefühl. Was ich auch gut finde, wenn ich Feedback bekomme vom Kunde, ob positiv oder negativ, um einfach zu sehen, kommt meine Arbeit an, wo muss ich mich verbessern oder wo sind die Leute schon sehr zufrieden. Meine Pläne hier bei Sniper für die Zukunft sind, den Support noch schneller zu bekommen und vor allem, was ja sehr schwierig ist hier in der Airsoft-Branche, eine gute Ersatzteilbeschaffung zu organisieren. Ja, so eine kleine Anekdote, was hier schon bei Airsoft passiert ist. Das allererste Mal, als ich Airsoft spielen war, wie vorhin schon erwähnt, hatte ich ja mit Airsoft noch nie etwas am Hut, war auf dem Spielfeld und wollte einfach entwaffnen im Nahkampf. Da wurde mir aber erstmal gesagt, nee, also entwaffnen ist hier nicht, du kannst gern messern, aber bitte lasst die Leute ganz. So, das waren jetzt einige Details über meine Person selbst. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den drei Videos, die wir hier auf der rechten Seite verlinkt haben. Würde mich auch freuen, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonniert und auch gerne unsere Seite anklickt auf www.sniper-as.de. So, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns mal hier bei Sniper Airsoft im Headquarter. Euer Stefan. Wenn was ist, ruft an. Ich bin für euch da.
So, das war's von mir. Vom Sniper Airport, Kundensupport. Mein Name ist Stefan. Sniper Airport.